Hallihallo, meine Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge SnowRunner. Wir sind immer noch auf Dormant Island. Wie in der letzten, Ende der letzten Folge versprochen, habe ich den Azov mal vorgezogen. Ich habe ihn direkt weiter rangeholt, also den Kranwagen. Weil ich mir dachte, ich brauche mal ein bisschen länger mit dem Kran, deswegen habe ich ihn direkt hierher gefahren. Sollte aber kein Problem sein, ne? Also der zweite Azov, nur zur Erinnerung. Den hatten wir ja angewünscht an den Royal BM. Und wir wollten beide Container quasi mit einer Fahrt fahren. Also hier diese übergroße Fracht, die da hinten liegt. Und in der Kurve, ja, sind Dinge geschehen. Deswegen machen wir die Karre jetzt an. Und ziehen ihn hoffentlich erstmal auf die Seite. Ich hoffe, das funktioniert ohne größere Probleme. Wir bringen mal die Winde an. Und zwar hier. Und ziehen da. Ja, das sieht doch schon mal gut aus. Okay. Ist wieder auf seinem Bein. Das ist schon mal ganz gut. Das heißt, wir können die Winde lösen. Dann steigen wir mal ganz kurz um. Fahren das ganze Gefährt mal irgendwie so hin, dass es gerade ist. Moment, ich muss nach hinten gucken. Das sollte theoretisch passen, oder? Hoffen wir. So, Motor abstellen wegen Spritsparen und so. So, jetzt müssen wir natürlich den Anhänger, hätte ich fast gesagt, den Container da hinten rauf kriegen. Also wir stellen uns mal schräg zu der ganzen Geschichte. So, hoffe, das passt. Stützen ausfahren und dann geht's in den Kranmodus. So, ich will nach oben bitte. Danke. Und da drehen wir einmal hier längs. Oder rum. War angewünscht? Oh ne, aber im falschen. Bösen. Hä? So ist denn deine Winde? Kranmodus. Will den Container haben. Danke. Komm mal wieder hoch. Okay. Und jetzt warte mal. Das Ding hier einfach wieder auf den Auflieger rauf. Dreh dich mal bitte ein Stück mit. Wir müssen noch ein Stück nach oben. Jetzt dreh dich bitte mit. Ein Stück runter. Wir müssen noch ein Stück weiter nach da vorne. Stopp, zurück, 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 zurück. Drin, 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 drin. Nee, falsche Richtung. Ich bin da unten. Jetzt haben wir ihn überdreht. So, danke ich jetzt den Ernstes, sie am Wochenende hier hämmern. Schwierig. Das sieht doch gut aus. Das heißt, wir lösen den Haken. Wir gehen auf Kran wiederherstellen. Motor abstellen. Das hat überraschend gut funktioniert. Ja? Motor an. Und die Fracht natürlich noch verladen. Gut. Das haben wir geschafft. Das heißt, wir fahren jetzt hier vorne bis zur Brücke. Da steht der Wall BM mit seiner Fracht.
Und dann basteln wir unser Roadtrain wieder zusammen. Easy. So. Geh mal hier vorsichtshalber trotzdem im Lastengang. Und wir rollen wieder. Ohne Probleme. So, Moment, muss ich hier links? Ja. Hier mussten wir links. Aber irgendwie ist das Spiel heute ein bisschen laggy. Moment. So, jetzt läuft es hoffentlich auch wieder besser. Ja, sieht auf jeden Fall gerade besser aus. Gut. Da vorne auf der Brücke steht da schon eine Wallbeam. Sehen wir von hier quasi schon. Also wir bilden da wieder unseren Roadtrain. Und fahren dann rüber zurück nach Smithville. Hoffentlich unfallfrei. Bis zur zum Lager. Wir müssen ja zu dem hinteren Lager. Das da am Damm. Nicht das direkt nach dem Tunnel. Da müssen wir die beiden Dinge abliefern. Wir werden zwischendurch auf jeden Fall noch einmal den Roadtrain abkoppeln. Und zwar an der Stelle, wo diese Brücke ist. Diese kleine Holzbrücke. Ich habe keinen Bock, dass mir da einer den Abhang runter segelt. Deswegen lassen wir das da einfach und gehen da auf Nummer sicher. So, Sprit haben wir auch noch mehr als genug eigentlich. Wie viel Abstand haben wir hier? Das sollte passen. Bug wechseln, Motor brauchen wir nicht abstellen. Aber hier müssen wir erstmal den Motor starten. Binde. Lastgang und los. So, das sieht auch soweit so gut aus. Ich fahre jetzt hier mal noch ein bisschen vorsichtiger, weil wir hier ja zwischendurch auch mit dem Asoff mal ein bisschen die Leitplanken geknutscht hatten auf der Hintour. Deswegen fahren wir mal ein bisschen langsamer. Aber das sieht diesmal eigentlich recht gut aus bisher. Jo, das läuft. Hier ein Länderspiel. Kein gutes Länderspiel, aber doch. Okay, Länderspiel. So, wir müssen hier mal ein Stück rechts rüberkommen auf jeden Fall. Und jetzt die Kurve relativ hart nehmen. So. Mit der da hinten nämlich auch passt. Geht. Das geht. So, da ist der Tunnel. Sprich, da wollen wir hin. Das hat super geklappt. Aber wie gesagt, die Situation in der letzten Folge war ein bisschen unlucky, dass wir da wirklich nicht nach hinten geguckt haben. Aber ich wollte es ja nicht so einfach haben. So, Smithville haben wir damit schon mal erreicht. Also wir müssen jetzt nur noch einmal über die Map. Guck mal, hier steht er neben mir ab. Was aber auch ein bisschen doof ist, weil wir nicht ordentlich anwünschen können. Also wir müssen jetzt hier halt noch einmal diese Bergtour fahren. Und hier hinten am Lager das Ganze abliefern. Das heißt, wir fahren hier mal kurz ein Stück vor wieder. So weit brauchen wir eigentlich gar nicht. Danke. Wir sind schon zu weit weg.
So. Oh, der Abstand sollte gut sein. Bock wechseln. Innen anbringen. Hinten. Und da. Lastengang rein. Bremse lösen und los geht's. Wir rollen. Das ist doch 1A. So, Sprit. Müssen wir gleich noch mal kurz nachfüllen. Ich glaube, sonst reicht das nicht mehr. 72 Liter ist schon ein bisschen wenig. Aber das macht nichts. Wir können hier vorne kurz mal abkoppeln. Und einmal uns einen Tankanhänger ziehen. Mal kurz die Winde lösen, den Anhänger hier lösen und die kurz rein. Da war er doch schon. Tankanhänger nachtanken. Sehr schön. Was will ich denn jetzt nochmal? Ich will den Tankanhänger wieder verkaufen. So, und dann setzen wir zurück, satteln wieder an, winden auch wieder an. Ah, stopp, 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 stopp. Ruhig bleiben. So, jetzt müssen wir da runterkommen. Ankoppeln. Ende anbringen und weiter geht die wilde Fahrt. Wieder einen Lastengang rein. Gucken, dass da hinten auch alles mitkommt, so wie es soll. Aber das läuft auf jeden Fall. Sehr schön. Dann, also wenn jetzt nichts Krasses dazwischen kommt, sollten wir theoretisch den Auftrag dann auch in der Folge schaffen. Nehmen wir kurz ein bisschen Allrad rein. Man sieht die Reifen vorne ja auch auf dem Untergrund schon ordentlich durchdrehen. So, müssen wir ein bisschen vorsichtiger in der Kurve fahren. So, das sieht gut aus. Jetzt können wir der Gas geben. Weil hier die Bergaufpassage merkt man schon relativ hart. Jetzt kommt auf jeden Fall der schwierige Teil. Ich versuche es hier einmal ohne abzukoppeln durchzufahren. Wobei hier ist, glaube ich, noch nicht ganz so krass mit den Schlaglöchern. Aber da kam noch so eine relativ harte Stelle, was Schlaglöcher anging. Wir müssen auf jeden Fall hier rechts rüber, damit wir die Kurve hier noch ordentlich kriegen. Hier auch wieder relativ weit links die Kurve anfahren. Mit der Azov hier halt die Leitplanken nicht mitnimmt. Aber das sieht ganz gut aus, so wie es hier läuft. Ja, und jetzt geht's halt den ganzen Berg hier wieder in den Haarnadeln runter. Bergab wird jetzt halt interessant.
Solange wir hier gerade schlaglocharme befestigte Straße haben, ist das ja alles fein. Wenn wir dann weiter vorne in diese Kurven mit diesen krassen Schlaglöchern kommen, dann wird es ein bisschen schwierig. Beziehungsweise eine Kurve war auch so ultra eng. Ich weiß noch nicht, welche das war. War das die hier schon? Nee, die war es noch nicht. So. Ja, wäre das Nahrad mal drinne? Da geht's schon los. Da rechts möchte ich ungern rüberkommen. Und da vorne ist auch schon die Brücke. Das heißt, ich koppel hier mal ab. Moment. Winde lösen. Ja, Asof hat ja Sprit. Das heißt, wir fahren jetzt hier mal kurz einzeln durch. Sehr schön. Meins. Und die Kurve nehmen wir auch schon mal mit, weil da kommen wir mit dem Gespann sowieso nicht rum. Ich glaube, die nächste war auch relativ heftig. Ich fahre mal bis zu dieser ganz engen Kurve, da wo dieser Felsabsprung am Ende ist. Da stellen wir den, also hinter der Kurve stellen wir den YBM dann ab und fahren mit Masov bis dann wieder auf. Aber sonst bin ich jetzt hier nur am Hin- und Her-Switchen. Das macht recht wenig Sinn. War auch schönes Wetter, ne? Krass am Regnen. Easy. Easy. So. Genau, hier war nämlich auch nochmal diese Kurve, wo man sich ein bisschen weiter rechts halten sollte. Damit einem die Ladung nicht flöten geht. Ich glaube, nach der Biegung müsste jetzt dann die Felskurve kommen noch. Aber wir schalten mal einen Hochgang. Auf gerader Strecke geht er der. Wir sind noch mal ein bisschen fix unterwegs, beschleunigen aber nicht zu sehr bergab. Das ist halt auch das Schöne am Hochgang. Ganz so fix hier durch die Kurven brettern. Wo ist denn diese Felskurve? Habe ich die jetzt verpasst oder kommt die noch? Oh ne, erst so spät. Haben die echt erst so spät? Und kurz auf die Karte gucken, wo sind wir denn jetzt hier? Da ist sie doch. Okay, kam echt wirklich spät. Nur da ein Stück vor uns. Wir machen jetzt hier quasi nochmal die Rechtsbiegung und dann geht's in diese Linkskurve. Die meinte ich nämlich. Ja, wenn man zwischendurch doch nochmal angucken könnte, theoretisch, aber okay, ist jetzt halt so. Immerhin haben wir einen Großteil der Strecke halt bei zwei Trucks gleichzeitig gefahren. Ist doch schon mal viel wert. Genau das hier meine ich. Da würden wir mit dem kompletten Gespann im Leben nicht
unfallfrei rumkommen. So, hier vorne an der Straße halten wir an. Machen wir mal Motor aus. Und switchen wieder nach oben und fahren die ganze Strecke jetzt nochmal. Yay. So. Azov to Azov Dinge. Was mich an dem Spiel ein bisschen stört, ist, dass die Anhänger nicht, also dass die Anhänger nicht so ein bisschen individualisiert werden, je nachdem welchen Truck man hat, beziehungsweise die Auflieger insbesondere. Weil ich finde, beim Azov könnte er wesentlich weiter aufliegen. Ja, also da könnte der Sattel deutlich weiter hinten sein, theoretisch. Wäre das Gespann nämlich nicht ganz so lang. Aber okay, ist halt nicht so. Damit müssen wir uns jetzt mittlerweile, glaube ich, auch abfinden. Das wird sich während des SnowRunner Games jetzt, glaube ich, hier nicht mehr ändern. Aber das können die Entwickler mal fürs nächste Game in meinen Augen wieder mit auf dem Schirm haben, wenn sie das irgendwann mal rausbringen möchten. Also nicht, dass das jetzt zeitnah kommen würde oder so. Aber dass die Anhänger so ein bisschen individualisiert werden, je nachdem welchen Truck man da dran hat, das wäre jetzt schon ganz cool. So, hier können wir, glaube ich, erstmal einen Hochgang schalten. Also ist er sowieso, wenn er nicht im Automatikgang ist, ist er ja generell recht langsam. Und dann nutzen wir halt lieber den Hochgang. Oh. So, jetzt kommt die Linkskurve, dann fahren wir nochmal ein Stück runter und dann nochmal einmal rechts, einmal links und dann sind wir da. Und dann fahren wir den Rest der Strecke wieder mit beiden Trucks zusammen und laden dann hoffentlich mit beiden Trucks im Lager am Damm ab. Hier können wir jetzt auch mal ein bisschen wirklich Gas geben. Sehr schön. Auch wieder eigentlich ein cooler Auftrag. Den wir uns, so ich mir ein bisschen verkompliziert habe, halt aufgrund der roadfreien Geschichte hier. Aber dafür spare ich mir die Zeit halt, die ich theoretisch doppelt fahren würde. Also gut, so viel Zeit habe ich im Endeffekt jetzt nicht gespart, weil ich den Kran ja auch ranholen musste. Ich immer wieder dumm war und ein Auto auf die Seite gelegt habe. So. Genau, jetzt kommt hier vorne die Rechtskurve und dann geht's links um die Kurve. Easy. Sprit reicht. Der Azov ist ja relativ spritsparend. Im Vergleich zu anderen Trucks. Frisst der trotz permanent eingeschaltetem Allrad ja nicht so viel. Hier vorne müssen wir dann gleich aber einmal umschalten. Nämlich runter in den Lastengang. Und die Kurve ein Stück weiter rechts anfahren. Weil hier ja Schlagloch. Da müssen wir hier ordentlich früh einlenken. Beziehungsweise nochmal nachsetzen in der Situation sogar. Bei Wendekreis vom Azov.
damit wir hier nicht den Berg runterfahren. So. Da sind wir auch schon wieder. Hallo Royal BM. Wir sind wieder da. Nee, lass mal, Bremse lass mal bitte noch drin. Erstmal mal nämlich ankoppeln. Und wir rollen. Wir rollen wieder mit dem Gespann. Oh, nicht zu weit rüber. Kurz nach vorne gucken hier. Einmal rechts rüber lenken. Und wo wir hier nehmen. Wieso hat sich denn der Asauf jetzt wehgetan? Also hier vorne, das habe ich ja mitgekriegt, dass ich da mit der Federung in den Bereich reingefahren bin, aber beim Asauf hat für mich jetzt nicht so viel Sinn gemacht. Ja, eigentlich hatte der auch noch Abstand zu uns, also angeditscht hat er uns eigentlich nicht. So. Genau, hier sieht man auch nochmal den relativ großen Unterschied, was den Spritverbrauch angeht. Jetzt mit dem Royal BM haben wir auf gerader Strecke mit Allrad im Lastengang, also im hohen Lastengang, 12 Liter. Mit dem Asauf haben wir mit Allrad im Automatikgang, beziehungsweise im Hochgang, 6 Liter Verbrauch. Das ist halt mal die Hälfte so. So, wir haben es gleich geschafft. Da vorne kommt jetzt nämlich der Fluss. Und dahinter, also nach der Brücke, müssen wir schon wieder links abbiegen. Dann sind wir nämlich da. Das wird sogar eine relativ gute Punktlandung von der Länge der Folge her. Easy Game. So, abbiegen. Mal nochmal aufpassen, nicht, dass wir uns jetzt hier da in der Kurve die Karre nochmal umschmeißen, aber das sieht eigentlich ganz gut aus. Ja. Heißt, wir haben es geschafft. Alra können wir schon mal rausnehmen. Und wir sind da. So, Frachtverwaltung. Ob trotzdem wir angewendet haben, können wir beide auf einmal abladen. Das ist natürlich geil. Fracht vom Schiff, wow, wir haben die Fracht in Gedanken schon aufgegeben. Vielen Dank. Ja, bin ja auch der geilste Trucker auf diesem Spielstand. Ja, ich würde sagen, das haben wir recht gut hingekriegt. Das Schöne ist, hier vorne ist gleich der Anhänger-Shop, das heißt, ich kann die Anhänger direkt wieder loswerden. Alles easy. Vielen Dank auf jeden Fall wieder fürs Einschalten. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Habt noch einen schönen Tag, haut rein. Bis dann. Tschö, tschö.